Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt... So, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Er war doch schwierig, ja. Ich bin dafür bezahlt, dass ich das bei meiner Ankunft zu sehen kriege. Sowas ist deine Nummer zu billig für mich. Meinst du? Ja, das haben wir ja draußen schon mal gelesen. So, wir gucken uns das... Glaubst du, du hast genug Platz hier? Nun, die Geschäftsleute müssen ja irgendwo im Golf üben. Schon echt mega, mega prunkvoll, ne? Ah, ziemlich gut gemacht, sieht hübsch aus. Was haben wir da? Vorfall? Herrje, William, Joyce. Was hast du diesmal angestellt? Joseph, ich habe nachgefragt und von unserem Vorgesetzten die Bestätigung erhalten, dass Dr. William Joyce Sicherheitsfreigabe aufgehoben werden muss. Also der Zeitpunkt für die Aufhebung ist am 9. Oktober genau um 4.20 Uhr. Ich habe keine Ahnung, warum es exakt diese Uhrzeit ist. Was ich dir zeigen werde, ist weit aufregender als die Lobby. Okay. Das werde ich ja noch sehen. Muss wohl irgendetwas Vertragliches sein. Das ist komisch, ne? Dass es genau diese Uhrzeit sein soll. Der Typ war Berater beim Projekt Promenade, ist dann aber vor ein paar Tagen von einigen Investoren durchgedreht. Ich war derjenige, der ihn rausgeschleift hat. Das war ganz schön verrückt. Er hat geschrien, dass ihn irgendeine Frau davor gewarnt hätte, dass das passieren würde. Ich habe keine Ahnung, von was zum Teufel er da geredet hat. Wenn es nach mir ginge, würde ich seine Sicherheitsfreigabe sofort aufheben, aber drauf geschissen. Auf mich hört sowieso niemand und mit diesem ganzen Monarch-Zeug will ich auch nichts zu tun haben. Lass uns einfach unsere Arbeit machen. Also halt bis dann deine Augen nach diesem Dr. Joyce offen, okay? PS, hab nicht zu viel Mitleid mit ihm. Ich habe gehört, dass der Typ tatsächlich mal ein Videospiel aus dem Pausenraum gestohlen hat oder sowas. Die kleinen Freuden des Lebens. Also ist er vielleicht sowieso jemand, den wir nicht hier haben wollen. Ein Videospiel geklaut haben. Okay. Okay. Monarch hat das bestimmt. Interessant. Monarch hat gesagt, seine Freigabe soll dann und dann ausgenommen werden. Interessant. Hier ist nichts weiter. Ja, mit ihm weiter mit. Na komm. Oh, ein Getränkeautomat. Naja. Nichts wirklich Interessantes da. Hier rein, Jack. Nee. Ich will erst mich rumgucken. Das ist das Gebäude. Ist ganz ordentlich. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist krass, sie haben das alte Gebäude mit dem neuen Teil verbunden. Hier drüben. Los geht's. Warte. Ich will noch gucken, was hier ist. Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Kannst du versuchen? Ich kann's verstehen, ja. Hat er irgendwie recht. Warum nicht, ne? Na gut, ich glaube, ich habe alles hier unten. Lass mal... Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch sagen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten... Es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Nehme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wieder wohl hingelegt. Schockierend. Okay. Mega geil. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Nee, nix da. Ich will mir die Präsentation jetzt angucken. Ist ganz vergessen. Du hast die gemacht, dann will ich mir die auch reinziehen. Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst. Komm ja. Schon, Mann. Überrasch mich. Na gut. Wenn du darauf bestehst. Jupp. Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt.
und den Planeten erforscht. Oh, gut. Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kononpartikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht alles, sollte aber als Einführung reichen. Sehr geil. Gut gemacht, Mann. Gut gemacht. Okay, los geht's. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Willst du nicht kurz auf mich warten? Das ist übrigens, der eine oder andere mag sich wundern, ne, weil die Charaktere so ein bisschen unscharf sind und diese Umrandungen so komisch krisselig sind. Das ist der Grafikstil. Der ist aufgrund des ganzen Settings, das wird man später feststellen, ist dieser Stil so gewollt, dass die Charaktere einen Schleier nach sich ziehen. Dass es um die Charaktere so ein bisschen krisselig drumherum ist. Das ist bewusst so gewählt worden. Nur mal so am Rande, falls jetzt einer irgendwie sagen sollte, ja Mensch, sieht das ein bisschen seltsam aus, ne? Zum einen, ja, sieht es halt ziemlich geil aus. Ich find's halt zumindest ziemlich geil. Das ist halt auch Ansichtssache, klar. So. Die Stadt hatte sich verändert. Ja. Paul hatte sich verändert. Es fühlte sich nicht richtig an, zurück zu sein. Es ist immerhin Ihre Heimatstadt. Haben Sie in den 6 Jahren nie das Verlangen verspürt, zurückzukehren? Das Verlangen vorzubleiben war größer. Na, das kenne ich, das kenne ich. Bin auch eher der Nomadentyp. Immer woanders hin, immer woanders was Neues entdecken, was sich Neues angucken, wo Neues an einem neuen Ort ihn für eine gewisse Zeit Heimat nennen und dann weiterziehen und eine neue Heimat suchen. Das ist eher meins. Ich mag dieses Sesshafte an einem Ort Wurzeln schlagen gar nicht. Ich mag keine Wurzeln haben. Hier ist nichts weiter. Gehen wir mal rein. Ich bin echt gespannt, Mann. Krasse Tür, Alter. Musik und alle Sounds mega geil untermalt. Willkommen zum Projekt Promenade. Auch schön mit den Einblendungen immer, ne? Wie bei diesen 24 von diese Krimis. Du Scheiße. Hammer. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Hammerhart. Die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Tja, es hat bisher nicht geklappt, ja? Wenn du das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, kennst du Will. Ja... Krass. Einfach nur richtig, richtig krass, ey. Saugeil. Muss man sagen, ich hoffe, da gibt's irgendwie eine Fortsetzung oder irgendwas in der Richtung, wobei die Story hier abgeschlossen ist. Er hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Du hast mich immer in so etwas hineingezogen. Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort. Utah. Ha. Okay. Touché. Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt. Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken. Okay. Ja, den Schauspieler hier, als Protagonisten kennt man ja unter anderem als Iceman. Ne? Bei den X-Men spielt er ja mit... Jack, komm schon.
Halt, ich muss das alles angucken. Was hast du denn hier noch so Schönes? Guck mal, da ist doch noch was offen. Was ist denn das hier? Wie ich sehe, weißt du immer noch nicht, was Privatsphäre ist. Nein. Musst dich doch im Auge behalten. Richtig. Mehr, wir können uns zum jetzigen Zeitpunkt Verzögerung absolut nicht leisten. Wenn wir Projekt Promenade jetzt auf Eis legen, verlieren wir über Nacht jeden Chronospezialisten, den wir haben. Monarch, wo war ich jetzt? Monarch bezahlt das Doppelte von dem, was wir bezahlen. Es wäre ein absoluter Albtraum. Unser Personal ist unersetzbar und ich habe jetzt schon Probleme, es zu halten. Ich kenne William Joyce seit unserer Kindheit. Er ist zweifellos ein Genie, aber er neigt auch zu Paranoia und mentaler Instabilität. Er hat das Ganze aus den Augen verloren. Seine Bedenken bezüglich Projekt Promenade sind haarsträubend, unbegründet und basieren auf lächerlichen Mutmaßungen. Der einzige Grund, weshalb wir Will als Berater mit an Bord geholt haben, ist, dass keine anderen qualifizierten Experten zur Verfügung stehen, denen die Investoren das Projekt zutrauen. Jetzt, da Dr. Kim nicht mehr da ist, wir können nicht erwarten, bis der Aufsichtsrat einen passenden Ersatz findet, weil es keinen gibt. Kim hat diese Zahlen lange vor seinem Tod abgesegnet. Ich weigere mich zuzulassen, dass Will alles sabotiert, was wir hier geschaffen haben. Sie müssen die Investoren ablenken und mir Zeit verschaffen, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird. Ich werde einen Weg finden, um Beweise zu sammeln, damit wir mit dem Beta-Test fortfahren können. Geben Sie mir 48 Stunden, ich bekomme das hin. Jegliche Finanzierung für das Projekt wird eingestellt, bis gleichwertige qualifizierte Experten, okay. Okay. Krass. Noch irgendwas, was du mir hier verheimlichst? Du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Nein, nicht wirklich. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Okay. Ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Puh, kein Ding, Mann, kein Ding. Ich bin da nicht so. Was haben wir da? Kommst du nach Hause? Jack Joyce, okay, und Paul Serene. Ich packe meine Sachen und mache mich so schnell wie möglich auf den Weg zum Flughafen. Was auch immer ist... Um was auch immer es da geht, sorg einfach dafür, dass Will nicht weiß, dass ich nach Hause komme. Das ist nicht die Art von Päckchen, das ich unbedingt jetzt aufmachen muss. Taxi auf dich warten. Erste Klasse von Bangkok nach Riverport. Für ein Treffen kaum erwarten, okay. Ha, krass. Ja, so, er hat dann praktisch uns angeschrieben, als es losging mit den Investoren. Der Nobler-Protest führt mich bis heute. So, ja. Die Uhr zu tragen, wenn du aufhörst, Protest, ich will der Statue als Souvenir von Polizeiwachen zu klauen. Ach so, okay. Geldsack. Werde bald wieder zurück nach Thailand fahren. Ich hoffe, du hättest den Fonds gut gefüllt, weil ich auf jeden Fall einige schlechte Entscheidungen treffen werde. Okay. Top 30 Unternehmer unter 30, ja? Überteuerte Uhr. Tja. Ganz schön langer Schriftwechsel, aber das ist das, was ich meine, ne? In dem Spiel ist wirklich alles vom Hintergrund her soweit da, damit man rundum ein komplettes Erlebnis hat. Oh. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reicht man der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Krass. So, ein Objekt brauchen wir noch. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Ich gucke erst noch, wo das letzte Objekt ist. Irgendwo muss es ja sein. Oder wir haben es übersehen. Das kann auch sein.
Es wäre ziemlich bedauerlich, ehrlich gesagt. Ja, aber ich würde eigentlich gerne noch gucken, ob es noch irgendwo was gibt. Das haben wir. Habe ich hier oben vielleicht was übersehen? Sieht mir nicht so aus, ne? Nee, irgendwie nicht. Ja, wer weiß, vielleicht kommt's auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Jack! Jack! Tja, dann machen wir das doch mal, oder? Nein, machen wir nicht. Das heben wir uns für morgen auf. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.